Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir haben den Flashpoint, die Schlacht um Rishi erfolgreich bestanden. Jetzt geht's hier nochmal zurück in unseren Unterschlupf und da werden wir dann gucken, was als nächstes passiert. Sowohl die Republik als auch die Imperialen hatten Saboteure auf ihren Schiffen. Das Ganze haben wir aufgedeckt. Jetzt soll es hier zu einem Treffen kommen. Möchte jemand Erfrischungen? Wir haben eine reichhaltige Getränkeauswahl. Nein, danke. Ich brauche nichts. Das fängt ja gut an. Meisterin Satil, danke, dass ihr gekommen seid. Natürlich. Die Schiffe der Revanita wurden allesamt versprengt, erobert oder vernichtet. Ihre Komplizen an Bord unserer Schiffe wurden gefangen genommen. Ihr habt eine Bedrohung entdeckt und uns die Mittel gegeben, sie eigenhändig auszumerzen. Was gibt es noch zu besprechen? Revan ist immer noch am Leben, mein Lord. Und seine Pläne gehen noch viel weiter. Der Imperator ist nicht tot. Revan glaubte, er könnte das ändern, aber er irrt sich. Ist das richtig? Niemand, nicht einmal Revan, kann den Imperator wirklich vernichten. Das ist nicht ganz die Wahrheit. Ich spüre Angst in euch, Mar. Wenn der Imperator nicht vernichtet werden kann, warum fürchtet ihr dann Revan? Ich würde die Vernichtung des Imperators begrüßen. Revans Einmischung jedoch bewirkt genau das Gegenteil. Der momentane Zustand des Imperators ist schemenhaft. Er besitzt keinen Körper. Um ihn angreifen zu können, muss Revan ihm zuerst wieder eine physische Form geben. Was genau das ist, was der Imperator will. Zuerst wird er Revan vernichten, dann uns und schließlich alles Leben in der Galaxis. Das müssen wir stoppen. Wie können wir das verhindern? Wie halten wir Revan auf? Das Versteck des Imperators ist ein Geheimnis. Selbst für den Rat der Sith. Der vierte Mond von Yavin. Dort finden wir Revan. Er wollte, dass ich mich ihm dort anschließe. Und er hat mir nicht ausdrücklich verboten, noch ein paar Freunde mitzubringen. Laut unserer Daten verfügt er immer noch über erhebliche Streitkräfte. Wir hätten eine bessere Chance, sie zu schlagen, wenn wir zusammen angreifen. Egal, welche Beweise ich vorbringen würde, ich bezweifle, dass die oberste Kanzlerin einer Allianz oder einem Waffenstillstand zustimmen wird. Das wird der Rat der Sith auch nicht. Aber die Soldaten auf meinen Schiffen sind mir treu ergeben. Ich kann meine Truppen von einem Waffenstillstand überzeugen. Sie haben selbst gesehen, welche Gefahr Revan darstellt. Dann treffen wir uns auf Yavin 4. Einverstanden. Tiron. Wir können unterwegs reden. Ich muss hier noch ein paar Dinge erledigen. Ich danke euch allen für eure Hilfe. Das kann nicht einfach gewesen sein. Die Verschwörung ist endlich aufgedeckt. Wir haben unsere Taten für lange Zeit vor unseren Verbündeten verborgen. Es ist eine Erleichterung, dass das jetzt vorbei ist. Dann können wir also jetzt darüber reden, wie ihr mich den Wölfen zum Fraß vorgeworfen habt? Ich habe eine wohlüberlegte strategische Entscheidung getroffen. Und wie wir alle sehen können, hat sie sich ausgezahlt. Hättet ihr mich eingeweiht, hätte ich mich freiwillig gemeldet. Aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Wir konnten nicht riskieren, dass euch die Revanita auf die Schliche kommen. Ihr musstet im Dunkeln tappen, damit der Plan funktioniert. Das ist keine Entschuldigung. Tiron hätte ein Recht gehabt, zu erfahren, in welche Gefahr er sich begibt, Lana. Ihr hättet ihm die Wahrheit sagen müssen. Genau wie uns. Der Zweck hat hier doch eindeutig die Mittel geheiligt. Persönliche Gefühle spielen da keine Rolle. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mit der Mission fortfahren. Es ist noch ein weiter Weg bis Yavin. Einverstanden. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ja, flirten machen wir hier nicht. Brechen wir nach Yavin auf. Wir sehen uns dort. Gute Reise! Danke. So. Alles klar. Held der Republik. Du hast die republikanische Flotte vor der Zerstörung durch die Revanita bewahrt.
Du hast die Story-Missionen von Talangriff mit einem republikanischen Charakter abgeschlossen und könnt ihr mich alle hören? Du hast alle Story-Missionen von Frontalangriff mit einem imperialen und republikanischen Charakter erledigt. Sehr gut. Ja, damit wären wir dann, glaube ich, hier auf dem Planeten erstmal durch. Ja, Missionen haben wir soweit alle erledigt. Tägliche Missionen sind wir angegangen. Flashpoints haben wir gemacht. Ich glaube, jetzt gibt es hier nichts weiter mehr zu tun. Wir haben noch weitere wieder tägliche Missionen, die wir natürlich täglich wiederholen können. Das ist klar. Und verkauft haben auch alles. Ich würde sagen, wir können zurück auf unser Raumschiff und nach Yavin 4 reisen. Wer hätte das gedacht, dass wir mit dem Imperium mal Seite an Seite kämpfen werden? Aber Revan scheint hier wohl die größere Bedrohung zu sein, der sich mit dem Imperator anlegen möchte. Der Imperator selbst hat aber momentan keine physische Hülle. Deswegen versucht Revan alles daran zu setzen, ihm irgendwie eine physische Hülle wiederzugeben, um ihn dann auch angreifen zu können. Yavin 4, da ist es. Der Gasriese Yavin besitzt mehr als 2 Dutzend Monde. Der mit Abstand bewohnbarste davon ist Yavin 4, in dessen endlosen Dschungel man auf eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt trifft. Auch für die Jedi und Sith ist Yavin 4 überaus interessant. Seit über 1000 Jahren schon wird der Mond zunehmend von der dunklen Seite der Macht durchströmt. Diejenigen, die sich in die tödlichen Regenwälder und Sümpfe von Yavin 4 vorgewagt haben, um dieses Phänomen zu untersuchen, kehren jedoch nur selten zurück und noch seltener mit Antworten. Ja, das Ganze ist umkämpft hier von dem Imperium und der Republik. Okay, wir sollen uns am Konferenztisch melden. Scheinbar nicht hier auf dem Schiff, sondern auf Yavin 4. Ja, ziemlich nah an Sonne dran hier, würde ich sagen. Aber vermutlich gibt es da eine Ozonschicht, die noch ein bisschen intakter ist und die Wärme und Strahlen abhält. Okay. Ach guck mal, jetzt gibt es auch ein Festungsverzeichnis. Auf Yavin 4 kann man also auch ein Haus besitzen. Da ist der Konferenztisch und alle sind schon versammelt. Aber dadurch zerstören sie alles, was wir aufgebaut haben. Und sie scheuen sich nicht mal davor, uns zu töten. Das ist verrückt. Worin unterscheidet sich das davon? Mein Herr möchte vermelden, dass die Umgebung recht unwirtlich ist. Die Revaniter haben ihre Basis in einem alten Tempel in der Nähe errichtet. Wir haben keine verwertbaren Vorräte oder Unterkünfte gefunden. Die anderen Scouts haben Ähnliches gemeldet. Es gab Kontakte mit Revaniter-Patrouillen, aber noch keinen schweren Widerstand. Es gibt so viel Dunkelheit hier. Es ist schwierig, etwas Genaues über die Umgebung zu erspüren. Der Imperator ist nicht der einzige Sith, der an diesem Ort Spuren hinterlassen hat. Wir müssen das umliegende Gebiet besser im Blick behalten. Die Scouts können in so dichtem Unterholz nur eingeschränkt arbeiten. Es ist mehr als das. Ich spüre Angst, Misstrauen. Diese Welt ist durchzogen von altem Hass. Und wir haben unseren Teil schon längst beigetragen. Kommt da auch noch sowas wie ein Vorschlag? Die Truppen lenken sich gegenseitig zu sehr ab, um das Gebiet effektiv im Auge zu behalten. Sie haben Angst, dass ihnen jemand in den Rücken fällt. Dann errichten wir einen neutralen Perimeter um die äußeren Wachen herum. Sensorausrüstung ist unparteiisch. Das kann ich erledigen. Sobald unsere Position gesichert ist, können wir uns auf Revan konzentrieren. Dann sollten wir gleich anfangen. Ich kümmere mich um diese Sensoren. Haltet mich auf dem Laufenden. Immer doch. Viel Glück. Ja, wir haben also einen Auftrag. Die Perimetersensoren platzieren, 6 Stück. Und wir werden hier sicherlich auch noch weitere Missionen finden. Oder auch nicht. Kümmern wir uns erstmal um die Sensoren.
Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. So, da sind wir auf jeden Fall in der richtigen Region. Wollen wir mal gucken. Wie sieht es denn hier aus mit einer Bonusmission? Natürlich, Dschungelkreaturen. Das war ja fast nicht anders zu erwarten. Bereich ist entdeckt. Niemand verletzt meine Freunde. Ein paar Sumpfschleicher. Ja, auch hier gibt es wieder Rufpunkte zu sammeln für die Koalitionstruppen auf Yavin 4. Okay, da müssen wir rein, durch die Höhle. Drei Perimetersensoren fehlen noch. Und 8 Dschungelkreaturen müssen wir noch erlegen. Was haben wir denn hier? Ein Sensor. Okay, was hat er gemacht? Nichts. Wir haben ihn aktiviert. Und eine Mission dadurch irgendwie abgeschlossen. Okay. Ein Sith-Geist. Oh, der flüstert uns nur irgendwas zu. Der möchte wahrscheinlich nicht mit uns reden. Ich habe ein Signal.
So, 5 Kreaturen noch. Sehr schön. Bonusmission ist abgeschlossen. So. Irgendwo ist noch ein Gegner. Okay. Den kriegen wir aber wohl nicht zu fassen. Eine Verbindung mit der Perimeter-Sensor-Schnittstelle auf. Ja, das wäre dann wohl hier. Ich habe alle Sender platziert. Gute Arbeit. Bevor ihr zur Basis zurückkehrt, wäre vielleicht noch eine weitere Modifikation angebracht. Mit ein paar kleinen Anpassungen können wir die Sensoren dazu bringen, uns zusätzliche Daten über imperiale Aktivitäten zu liefern. Sie werden davon nichts mitkriegen. Ihr wollt die Imperialen ausspionieren? Ich glaube, die jüngsten Ereignisse haben uns gezeigt, dass wir wachsam bleiben sollten. Das wird sie in keiner Weise beeinträchtigen, aber wir bleiben informiert. Okay, ich werde den Waffenstillstand nicht gefährden. Wenn wir einander nicht vertrauen, erreichen wir niemals einen anhaltenden Waffenstillstand. Ist das euer Ernst? Ich kann euch wohl nicht dazu zwingen, vernünftig zu sein. Kehrt einfach zum Lager zurück. Ihr seid fertig da draußen. Theorem Ende. Willkommen. Okay, ein Geist sagt willkommen. Hört sich fast an wie Revan. Hier vorne gibt es noch was zu entdecken. Das ist der imperiale Stützpunkt, so wie ich das sehen kann. Muss man ein bisschen aufpassen. Na, kriegen wir das entdeckt? Irgendwie nicht. Ich will mal von der anderen Seite ran. Das ist ein bisschen sicherer als da an der Schlucht. Ja, jetzt haben wir alles angesehen. Okay, dann kehren wir zurück an den Konferenztisch. Nutzen da unsere Schnellreise. Spürt es auch. Nicht die alten Sith oder den Imperator. Auch nicht Revan. Eine Präsenz, die anders ist. Ja, sie ähnelt euch. Ich spüre sie auch. Ist es wirklich möglich, dass die helle Seite hier präsent ist? Das Licht kann überall erstrahlen. So scheint es. Die Sensoren orten etwas Greifbareres. Große Strukturen, gebaut aus einer Mischung von alten und modernen Materialien. Es scheint, dass sie verwüstet worden sind. Viele Trümmer. Sucht nach Übertragungen im Signalbereich 47.2. Was ist das? Es ist verschlüsselt. Die Fakten hinter einem Gerücht. Diese Frequenz wird nur von der Imperialen Garde genutzt. Die Struktur, die wir gefunden haben, muss ihre Ausbildungsanlage sein.
Mit der Garde ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Ich habe auf Corellia gegen die imperiale Garde gekämpft. Sie waren gefährliche Gegner. Sie gehören zu den gefährlichsten in der ganzen Galaxis. Wenn die Garde eine Anlage hier hat, wissen Sie vielleicht, wo sich das Versteck des Imperators befindet. Was uns direkt zu Revan führen würde. Ihr habt recht. Nachdem es sich hier um rein imperiale Interessen handelt, stelle ich ein eigenes Team zusammen, um die Sache zu untersuchen. Beneko, kommt mit. Wir können nicht tatenlos zusehen. Niemand weiß, was Sie in der Anlage finden werden. Wir können Ihnen nicht blind vertrauen. Beeilung. Während Mar sein Team zusammenstellt, verlasst ihr das Lager und durchsucht die Basis der imperialen Garde. So schnell wie möglich. Wir versuchen, die Imperialen hinzuhalten, so gut es geht. Hoffen wir nur, dass das nicht hässlich wird. Seid vorsichtig. Die Sith sind auch so schon aggressiv genug. Gebt ihnen keinen Grund, der Dunkelheit nachzugeben. Das werden wir nicht. Möge die Macht mit euch sein. Ja, ein Ausrüstungspaket. Mal gucken, was drin ist. Ein paar Sachen können wir aber nicht gebrauchen. Da können wir direkt mal gucken. Können wir alles nur zerstören. Das heißt, das verkaufen wir direkt. Wir sollen das Trainingsgelände infiltrieren. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangestellte. Ja, sehr gut. Ja, dann wollen wir mal schauen, was da los ist. Ist hier durch den mittleren Gang diesmal. Aha, das ist nochmal so ein Sensor. Gibt es hier auch noch einen? Hätten wir ja alle Höhlen abgedeckt. Ja, Tatsache. Ist auch noch einer. Na? Sensor-esk. Ja, drei Sensoren haben wir jetzt schon gefunden. Was es damit auf sich hat, fragt mich nicht. Mal sehen, was hier auf dem Trainingsgelände so los ist. Ja, wir haben einen Auftrag. Aufseher, Loyalisten und Anhänger besiegen. Wir werden nicht nachgeben. Und das sieht für mich aus wie eine Bonusmission. Versorgungsvorräte zerstören. Okay. Das können wir machen. Da haben wir einen Aufseher. Sieht doch gut aus. Ah.
Ja, das nehmen wir natürlich auch wieder alles mit. Hier vorne haben wir auch noch was. Okay. Oh, da sind viele Vorräte da oben. Den müssen wir nicht unbedingt begegnen. Niemand verletzt meine Freunde. Sehr schön, die Loyalisten hätten wir schon mal. Aufseher habe ich jetzt bisher nur den einen gesehen. Sollten wir nochmal die Augen offen halten. Ah ja, da ist noch einer. Warte, ist ein Aufseher, ja. Auch wenn er Captain heißt. Einmal Vorräte müssen wir noch finden. Okay, der eine Aufseher hat wohl doch nicht gezählt hier. Auch wenn der Aufseher dran stand. Und ganz umsonst getötet. Dafür zählt der hier. Unser Eroberungsziel erreicht. So, was brauchen wir denn noch? Ein Aufseher. Da oben wäre einer. Und ganz normale Revanita-Truppen. Au. Oh, das ist nicht so schön. Sind wir jetzt ein bisschen in die andere Gegnergruppe reingetrieben worden. Meine Güte. Ja, 7 Revanita-Gegner noch. Der eine Druide hier zählte gar nicht. Der Gefechtsdruide. Deswegen müssen wir jetzt immer noch einen erledigen. Ja, nehmen wir die Gruppe hier. Ich bin bei euch.
Ich wette, hier ist die Lage noch gespannter als bei euch da draußen. So oder so, passt auf euch auf. Untersuche die innere Kammer. Wo ist sie denn? Da ist sie. Und hier haben wir noch einen Bereich, den wir aufdecken können. Das sollten wir nicht unbeabsichtigt lassen. Oh, guck mal, da kriegen wir schon gar keine Punkte mehr für jetzt. Oh, das sind aber große Gruppen. Reicht das schon, wenn wir hier stehen? Jo. Gut, dann wollen wir mal zu der Kammer hin. Jo, das lassen wir mal links liegen jetzt hier. Da oben können wir rein. Und das schauen wir uns dann an in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.